Guten Tag. Das ist so bescheuert. Bitte, Herr Wurm. Ich lache noch. So, hereinspaziert. Willkommen in meinem Atelier. Also Atelier ist gut, in meinem Ateliergelände. Wir sind ja hier im Weinviertel und hier gibt es hauptsächlich Landwirtschaft und Wein. Und eben viel Platz. So ein paar Sprünge. Das ist das Boot. Das kommt jetzt in den Nachbarort, das habe ich der Gemeinde geschenkt, dem Ort geschenkt, auf das Dach der Sparkasse hinauf. Also auf den Giebel, auf den Dachgiebel wird das oben so liegen. Weil das war ja hier mal Urmeer, alles. Jeder erkennt ein Auto ganz schnell, man ist sozusagen schnell dabei. Aber dann gibt es die zweite, die dritte und die vierte Dimension oder die vierte Perspektive. Und da muss man sich schon, das muss man sich arbeiten, das muss man einbringen und da muss man sich damit auseinandersetzen. Das ist ja wie ein Nagellack. Mhm. Ja. Ich nix alles verstehen, was Erwin will. Mit dieser Figur oder anderen mit diesen Kunstobjekten machen und sagen. Das ist Thema für Herr Wurm, die weiß alles ganz genau. Es ist nicht so, dass ich mich hinstelle und dann habe ich eine Idee und das ist sie dann. Mach auf einmal die Jacke. Also ich probiere etwas aus mit einem Pulli oder jemand probiert für mich aus und dann finde ich das eine gut und das andere nicht und das wird dann so weiterentwickelt. Also das mit Kopf, das kannst du dann noch extra schauen. Es geht erstens einmal um das Peinliche. Mir ist es peinlich, denen ist es unangenehm. Und da entsteht etwas, was mich interessiert. Das Gefühl der Peinlichkeit hat was mit Hinfälligkeit zu tun, hat auch mit eigener Schwäche zu tun, mit dem Gefühl, nicht zu genügen, mit dem Gefühl, deplatziert zu sein, falsch zu sein, also am falschen Ort, zur falschen Zeit. Also damit hat es zu tun. Ja. Ich habe das erkannt, dass vielleicht darin Qualität, eine spezielle Qualität liegt und habe dann da ein bisschen weitergebohrt und weitergestochert. Und es ging ja auch nicht um den kurzen Lacher. Also Gag ist ja immer der kurze Lacher, der seicht ist und nicht tiefgründig. Bei mir ging es ja doch bei diesen speziell bei den One Minutes um das Zusammenfinden und Zusammenkommen von alltäglichen Gesten, Personen und Alltagsgegenständen. Und da hat sich eine Beziehung dann ergeben und da war plötzlich sehr viel Philosophie und Psychologie und Soziologie drinnen. Da haben sich plötzlich Türen in die verschiedensten Richtungen ergeben. Ich verwende gerne den Begriff des zynischen Humors, also des Zynismus. Und ich verwende den Begriff der zynischen Kritik, weil ich drauf gekommen bin, ich kann dann Wahrheiten ansprechen, die unangenehm sind und beißend sind, aber durch den Humor bringe ich das in ein Eck, wo sie leichter erträglich sind. Hansi! Die schaut jetzt schlecht aus, die Puppe. Ja, komm her. Ganz in der Mauser, alles voll. Alle Federn kommen neu. Wir leben in einer Welt, wo der Subjektivismus das Wichtigste ist. Und wir versuchen, dieses Einzigartigsein auch darzustellen, indem wir uns groß geben und cool geben und toll geben und super sind. In Wahrheit sind wir alle relativ gleich und der Einzelne wird marginal eigentlich. Oder verschwindet quasi. Das müssen wir im Frühjahr immer streichen. Ja, weil es einfach der Schmutz darunter rinnt. Oder wir machen mal eine Dachrinne. Dachrinne ist besser. Ja, aber wir müssen das einmal neu machen irgendwann. Ja. Na. Das ist der Künstler, der die Welt verschluckt hat. Und der Anton, mein Anton. Also erstens mal hatte die Kunst mit dem täglichen Leben insofern oder mit dem, wie ich sonst bin, wenig zu tun, weil das ist meist ein Spiel in einer speziellen Welt, nämlich in der Kunstwelt. Und wie ich dann privat bin zu meiner Frau oder zu meinen Kindern oder zu meinem Hund, das ist wieder dann eine andere Geschichte. Aber ich würde mich nicht als Misanthrop oder Philanthrop oder wie man bezeichnen, sondern als jemand, der kritisch in seiner Welt, in der Welt steht, in der Zeit steht und das auch bemerkt und darüber auch Kommentare machen möchte.
sein Umgang mit der Mode, mit dicken Autos, mit fetten Häusern oder hier so der Umgang mit der Kindheit, mit der Enge, wie er aufgewachsen ist, wie wir vielleicht aufgewachsen sind. Und ich finde, er trifft es total mit seinem Schloss draußen am Land, mit seinem Porsche, den er fährt. Also er ist ein hervorragender Interpret genau unserer Zeit. Ich war in China zu einer Ausstellung eingeladen und da hat man mir angeboten einen relativ schmalen Raum. Ich habe mich zuerst geärgert, habe mir gedacht, ich werde die Ausstellung absagen. Ich habe mich einfach unter meinem Wert verkauft gefühlt. Und dann habe ich mir aber gedacht, aber ich könnte das thematisieren und habe für diesen schmalen, langen Raum dann ein Haus geplant, eine Architektur geplant, die gequetscht ist. Das war mein Elternhaus. Es wurde eben in den 70ern gebaut und da wusste ich noch, die Raumfolge, die Möbeln und die Nippes dazu und die Bilder. Und daher haben wir das genommen. Was ist Ihre Position zum Medium Fernsehen als Künstler? Was ist spannend noch am Fernsehen? Dass man von Kanal zu Kanal switchen kann und springen kann. Warum könnten die Leute bei uns hängen bleiben? Keine Ahnung. Das müssen Sie sich stellen, die Frage.